Ein Meisterwerk von Disney hat seit seiner Veröffentlichung 1942 Generationen von Kindern begeistert und ein wenig traumatisiert. Als Hommage an die Natur und Film über Widerstandskraft verbinden wir Bambi mit ländlichen Szenen und einem süßen Gefühl der Unschuld. Doch hinter der Disney-Kulisse verbirgt sich ein Roman für Erwachsene, der während der Nazi-Zeit den Flammen zum Opfer fiel. Aber warum wurde Bambi verbrannt? Wie jeder andere hat auch er den Disney-Film als Kind gesehen. Wenn ich an Bambi denke, erlebe ich wieder das Trauma vom Tod der Mutter. Das hat Benjamin Lacombe 30 Jahre später noch immer nicht verarbeitet. Der junge französische Illustrator hat die Zeichnungen für die Neuauflage von Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde, erstellt. Der 1923 in Wien erschienene Roman stammt von Sigmund Salzmann, alias Felix Salten. Er war ein ungarisch-jüdischer Autor, der als Kind mit seiner Familie nach Österreich gezogen war und den aufkommenden Antisemitismus in Mitteleuropa während der ersten Pogrome am eigenen Leib erfahren hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machen die Juden ein Fünftel der Bevölkerung Wiens aus. Stefan Zweig, Gustav Mahler, Sigmund Freud, zahlreiche Wiener Intellektuelle kamen aus dem jüdischen Bürgertum. Aber Karl Lueger, bis 1910 Bürgermeister von Wien und Mentor von Adolf Hitler, baute seine Karriere auf dem Hass gegenüber dieser Minderheit auf. Ich denke, Salten fühlte sich verfolgt. Bambi ist also ein Hilferuf, ein Versuch, seine Zeitgenossen durch Allegorie und Metaphern zum Nachdenken zu bringen. Er wollte auf diesem Weg die Brutalität der Ereignisse vermitteln. Auf den ersten Blick erscheint Bambi wie ein Kinderbuch. Doch zwischen den Zeilen ist es sehr politisch. Zahlreiche Elemente prangern den Antisemitismus an, angefangen bei der Wahl des Hirsches. Es sind die einzigen Tiere, die nicht in einer Höhle oder einem Bau leben. Staatenlose Tiere sozusagen. An einer Stelle spricht Bambis Vater über ein gelobtes Land, in dem er und sein Volk beschützt werden könnten. Das ist eine Anspielung auf die Theorien jener Zeit, auf die Forderungen nach der Gründung eines jüdischen Staates. Und es gibt eine starke Szene mit dem Fuchs, wo es im Prinzip um die Kollaboration geht. Mit dem Fuchs und der ihn verfolgenden Hundemeute nimmt Salten bereits die Razzien bei den Juden vorweg. Du lieferst uns aus, uns, die wir alle deine Verwandten sind, mich, der ich beinahe dein Bruder bin, und du stehst da und schämst dich nicht. Wie zeichnet man denn das echte Bambi, Benjamin? Ich habe hauptsächlich zwei Techniken angewendet. Erstens eine Gouache auf Ölbasis. Damit kann man sehr schön Schatten, Licht oder das Fell der Tiere wiedergeben. Alle Elemente, die für den Wald stehen. Der ist hier eine echte Charakterfigur. Dann gibt es einen anderen, aggressiveren und schnelleren Teil. Den habe ich mit Holzkohle bearbeitet. Damit kann ich sehr gut Schatten, Licht und Bewegungen darstellen. So habe ich alles gemalt, was Angst ausdrücken soll. 10 Jahre nach Erscheinen des Buches galt Bambi im Dritten Reich als Anti-Nazi-Allegorie. Deshalb wurde das Buch verbrannt, genauso wie kommunistische, pornografische oder parodistische Romane. Trotzdem erwarb Walt Disney 1937 die Rechte daran und er beseitigte alle Hinweise auf Antisemitismus. Disney selbst ist in Bezug auf den Nationalsozialismus nicht eindeutig. Sein Bruder Roy Disney kam nach Deutschland, um mit Goebbels für den Film Schneewittchen zu werben. Man kann sich also fragen, warum all diese Andeutungen aus dem Film entfernt wurden. Der Film Bambi erscheint 1942 in den USA mit dem Anspruch, das Publikum den Krieg vergessen zu lassen. Doch er hat vor allem die Botschaft des Originalromans verwässert. Der Wald von Salten steht für unsere Gesellschaft. Er zeigt, wie grausam es sein kann, wenn eine Bevölkerungsgruppe wegen ihrer Herkunft, ihrer Traditionen oder ihrer Religion abgelehnt und verfolgt wird.